Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlichst geherzt hier im fünften Teil meines Hausflipper-Let's Play. Leute, es geht weiter. Ich bin ziemlich gut dabei, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen hier was weggemäht. Ne? Da stand ja hohes Gras, hier stand ein bisschen was. Hinten ist noch jede Menge zu mähen. Das machen wir dann später in aller Ruhe. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, gehe ich mal rein ins Haus hier. So, gucken wir mal, was hier drin ansteht, wie man sieht. Also Leute, ich kann mir jetzt irgendwie überhaupt nicht helfen. Ich finde, dass diese Fliesen aussehen, als wenn das alt und Schrott wäre, echt. Oh, ich weiß nicht, das ganze Haus sieht so toll aus, aber die Fliesen, nee. Das machen wir jetzt gleich, die ändere ich sofort, weil das passt mir nicht. Porzellanfliesen, ist es? Ja, nehme ich genau wie im Bad. Ist jetzt egal. So. Und gut ist. Ja, das sieht gleich ganz anders aus. Schön sauber, ordentlich. Mag ich. Schön, oder? Boah. Ah ja, das ist hier die Hackerbude. Ne? Achtung, Moment. Ah. So, jetzt. Schaut cool aus, oder? Boah. Da wirst du erschlagen hier von 100.000 ja, Hightech-Peripherie-Geräten hier. Wahnsinn, ne? Ja, das ist hier. Und dann gucken wir mal weiter. So, das soll eigentlich das Wohnzimmer werden. Ja, und das, wie man unschwer erkennen kann, nein, kein Schlachthaus, nein, auch nicht eine Waschanlage für Fahrzeuge, sondern die Küche, genau. Ja, da hinten, Moment, hopp. Muss mal kurz drüber hüpfen, hier hat überall Krempel stehen, ey, oh Wahnsinn. Ja, das Bad, finde ich, ist schon mal ganz schön geworden. Ich überlege vielleicht noch hier diesen Spül-Dingens hier, Ständer zu erneuern, ne? Weil das habe ich jetzt noch alt gelassen, da weiß ich noch nie, was ich machen werde. Ja, okay, jetzt haben wir mal einen kurzen Überblick, was bis jetzt gemacht wurde. Und dann machen wir gleich mal weiter hier. So, ja, aber warten wir jetzt hier weiter. Ich glaube. Wisst ihr was? Ich mache jetzt Wohnzimmer weiter. So. Okay, jetzt brauche ich erstmal Beleuchtung hier. Moment, Moment. Möbeles. Nee. Ach, da steht ja Beleuchtung. Ja, wer lesen kann, ne? Ist ja klar. Wisse. So, Deckenlampe. Na, ja, irgendwie zu kosmonautisch, das Ganze. Lotus, ja, das schaut gut aus. Ein Gold, wow, nehmen wir Eckes. Naja, ungefähr so müsste das die Mitte sein, ne? Moment. Ah ja, jetzt möchte er auch. Könnte Mitte sein, ne? Schalten wir mal ein. Hoho, oder? Nee, voll nicht die Mitte. So ungefähr, ne? Oder? Ja, sieht verhältnismäßig ganz okay aus, ne? Da? Zäsion, ne? Ja, machen wir so, ne? So, ich lasse den. Nee. Ach, ich bin schon wieder nicht zufrieden, Leute. So ungefähr, ja? Okay. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt hier und machen gleich weiter. So, wie soll es weitergehen? Ich hätte gesagt, hier eine schöne Ecksitz-Kombo, ne? Und hier kommt die Glotze hin. So, dann machen wir sofort. Dann passt es auch wieder. Ah, Möbel, elektrische Ausrüstung. Ja, das ist das Wichtigste, ne? Das muss ja passen. Achso, Moment, Unterhaltung. So, jetzt geht's schneller. Ja, genau, hängende Fernseher. Jetzt kurve ich erstmal ähnlich, ja. Und? Ah ja, war ja schon soweit ganz richtig. Na? Tone ungefähr, ne? Ja. So, schalten wir mal ein. Super. Gut. Dann schauen wir gleich mal nach Möbeles. Oh, für Wohnzimmer. Jotins. Wow, sieht ja toll aus. Aber irgendwie zu Cyberspace-kosmisch, ne? Also, hoppala.
Ich mag das schon ganz gern, modern, aber ich finde jetzt in dieses Haus würde eher sowas oder sowas passen, ne? Oder? Nehme ich das? Ja. Ah, ein rotes Beinchen. Hm. Kaffee. Ah, schaut auch gut aus, ne? Ein Kaffee. Wisst ihr was? Nehme ich. Gefällt mir. Ne, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Halt, jetzt hätte was funktioniert. Ah, irgendwas stimmt jetzt da nicht, Leute. Ich kann mir nicht helfen. Was stimmt jetzt da nicht? Ah. Ja, Leute, es könnte klappen. So, gut ist, ne? Ja, schön. Hoho. Hm, das kommt schon einem Wohnzimmer sehr nahe. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen Krempel. Wohnzimmer, kleine Schränke, jawohl. So, was weiß ich, so eine TV-Wand oder sowas, ne? Was ist denn das hier? Grundlage, okay. Nee. Ach, lass mir auf dunkel, ne? Ja, ich probier mal. So ein bisschen hier, ne? Dass man sagt, ja. Passt. Schön. Jetzt brauche ich noch irgendwas anderes, so ein bisschen hier. So, Hängeregal, Domen. Hängeregal. Okay, gut, nehmen wir mal. Ja, die Farbe sind natürlich nichts, ne? White. Fichte. Nehmen wir mal Fichte hier, ne? Hallo. Ja. So, dann kaufe ich noch mal einen oder zwei. Was ist jetzt so? So ein bisschen versetzt oder so vielleicht, ne? Hm. Ja, ich glaube, so könnte das passen, ne? Macht was her. Oder, nee, ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt da nicht so der Einrichtungsexperte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hab dazu gern so puristisch-minimalistisch, aber ich will ja Maximum an Knete rausholen, deswegen ich tu halt, was ich kann, ne? Hellenus. Amerikanische Ulme, nehme ich ditte. Ja, das passt schön rein hier, ne? So, dann kann man schön die Bücher reinstapeln. Ja. Ne? Dann gucke ich noch so ein bisschen nach dem Dekoschrott. So stehe Römmchen. Stehst du? Was ist denn los mit mir? Irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen hüstelig, ne? Oder wisst ihr was? TV-Schrank. Rosa. Amerikanische Ulme. Moment, wenn ich jetzt angenommen das nehme. Das andere Zeug drehe ich das mal ein bisschen um, halt. Oder ich stelle es mal so ein bisschen rüber, ne? So. Ja. Moment, wie setzt das richtig? Aha, Rückseite. Okay, gut, das macht Sinn. Ja, oder? Hm, sieht gut aus, ne? Nee. Ah, jetzt passt das Zeug auch nicht mehr rein, ja. Ach, verdummelte. Kann ich den so lassen? Was meint ihr? Schaut schon jetzt ein bisschen doof aus, ne? Sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, ja, so, der Möbelbaumarkt, ne? Also einfach in die Ecke reingeklatscht und gut ist, ne? Oh Mann, oh Mann. Nee, nicht gut.
Jetzt ist mir was eingefallen. Ihr könnt das so ein bisschen versetzen, um so ein bisschen das Ganze zu akzentualisieren oder so ähnlich, ne? Boah! Nee, so bringt es nicht. Okay. Ja, so hat es was, ne? So ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja, ein bisschen halt, ne? wisst ihr was? Ich lasse es jetzt einfach mal so. Jetzt brauche ich noch sowas wie eine Art Tisch, ne? Tisch. Tische, ja. Ha, aha. Hölzerner Couchtisch. Zwiesig natürlich. Oh ne. Ja, nehme ich den hier. Fichte, amerikanische Ulme, genau. Na, so ungefähr, ne? Na, was sagt ihr? So ungefähr, ne? Ja. Boah. Kann passen. So, jetzt gucken wir nach so einem kleinen Bücherregal, dass wir da was in die Ecke reinklatschen hier oder so, ne? Ne, kleine Schränke. So, jetzt. Ne, ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Das hier, ja. Kaffee. Brauner Kaffee. Ne, nehme ich nur Kaffee. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen so vollgestellt vor, oder? Beleg mir das ein? Oder soll ich das hier hinklatschen? Ich will es jetzt auch nicht. So, wo kann man denn Bücher kaufen eigentlich, ne? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich gebe jetzt mal ein Buch oder Bücher, ne? Buchführer europäische Schlösser, was denn das hier? Ich sag, ich kaufe davon Filet. Ah! Genau, halt genau, klatschen wir dazu. Hinne. Dann sieht das Ganze so ein bisschen aus, wie als wenn man sich damit mit Lektüren auseinandersetzt. Ne? Lanzen! So, kann ich jetzt irgendwas hier für die Bude organisieren? Okay, warum geht das jetzt nicht? Ach so, die müssen draußen sein. Die kann man nicht drinnen stehen lassen. Keine Ahnung, wahrscheinlich wegen Parasiten oder so. Hat keine Ahnung. Wahrscheinlich hängt das so mit zusammen. Aber das Zeug müsste eigentlich auch für innen lagernd sein, ne? So Bonsai-Zeug. Boah, Bonsai! Ey. Krasse. Nee. Alles nicht das, was ich nicht haben wollte. Hier wird nichts Kleines. Naja, okay. Schon ein bisschen besser. Oder? Boah. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen was Grünes hier auch mit dabei, ne? Ja, okay. Dann schauen wir mal jetzt noch ein bisschen was. Keine Ahnung. Was kann man noch so brauchen? Sagt mir was. Schwimmbecken, nee, jetzt nur nie. Möbel. Jetzt schauen wir noch mal für Wohnzimmer. Und Möbel. Oder Moment. Beleuchtung. Stehlampe, Wandlampe, Stehlampe. Okay, wenn ich jetzt auch. Ah, amerikanische Ulme, genau. Das will ich auch haben hier, wa? Nee, ist eigentlich nicht wirklich was. Na, das sieht doof aus. Nee. Nee. Nein. Wollen nicht. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Hier in meiner Rampe hier, ne? Ach, Kerzenhalter, das sieht schön aus. In Gold, jawohl. Kufik. Ja.
Ey, das macht was her, ne? Schreibt mir mal ein. Okay, brennt. So. Das ist doch was für Kinder. Ja. Kerze clean. Viele Kufen hier, ne? Weißt du, so, wie macht man das so? Ja. Ich mach das jetzt einfach mal. Nachtlampe, Lampe, Tube. Das stilsichere, goldenes Gestell. Jawohl, Kufen hier, ne? Ne, da oben drauf geht gar. Ah, doch, geht's. Ja, schaut mal ein. Oh, schön, ja. Jetzt wird aber draus hier. Ja, es braucht natürlich ein bisschen Deko-Zeug, ne? Was Konstruktionen, was ist denn das? Oh. Ach, das wird draußen. Dekorationen. Kamine, stehende Dekorationen. Was ist denn das? Aha, ja. Okay, genau, von dem ganzen Krempel. Den ganzen wertlosen Ramsch hier. Glasbehälter. Tut man sich da sowas ins Wohnzimmer rein? Also ich weiß ja auch nicht. Ja, genau. Schön, kaufen wir. So. Sind ja Proleten, ne? Halt. Genau, so. Ja. Schön. So, was haben wir noch? Ah, da. Heidewitzka. Ah, genau, Vasen. So weit ist wichtig. Eine Vase. Und hopp. So. Oh, jetzt habe ich sie weggedattelt. Mist. Jetzt nicht so gewollt, Vase. Ja, nehmen wir mal die. Aha. Wieder nichts drauf. Ach, die kann man drehen und schauen, wie man will, ne? Gut. Vase Magenta. Schön. Goldene Fäden, was denn das? Nee, damit es nicht zu überlagert wird, ne? Halt. Ah, genau, lassen wir sie mal hier so stehen. Passt. Hauptsache viel Kitsch muss rein, ne? Lässt er das Frauenherz höher schlagen, sagt man. Wesig, also ich glaube das zumindest so, ne? Okay. So, jetzt muss hier ein bisschen was Maskulines wieder rein. Ich hätte jetzt gesagt, so ein bisschen Konsole oder Stereoanlage. Irgendwas in der Richtung, ne? Damit es ja gut Wumms macht hier. Unterhaltungsbranchen. Moment. So. Konsole Buchschi. Mitnehmig. Kofik. Jawohl. Halt auch rein. Geht das nicht, ne? Gut, dann lassen wir es oben. Passt. So, was brauchen wir noch? Ein Laptop, ne? Hätte ich gedacht. So klassisch hier auf dem Tisch. Brauchen wir ein Laptop. Ja, zum Glück von der Knete her geht es noch. Da ist jetzt noch kein Engpass. ja. Ah, Schlepptop. Genau, da hätten wir einen. Machen wir den in Gold, ne? Wow, schaut echt cool aus. Wow. Boah, das schaut ja cool aus. Yeah. Wow, so machen wir das. Mhm. Ganz gut. Schön, was noch? Ich glaube, dann brauchen wir noch so ein bisschen Fernbedienung, ne? Um das ganze Zeug zu steuern, ne?
Ja, gut ist, ne? Ja, Lautsprecher Standard. Oh, das ist ein Lautsprecher, du, hey. Nee. Halt, hopp. Ja, muss leider so rauf, weil das geht jetzt nicht, ne? Ja gut, das macht jetzt so ein bisschen high-techiger das Ganze. Jetzt gucken wir halt noch ein bisschen nach Gemälde, ne? Halt noch so ein bisschen, ja. Was fürs Auge zum Anglotzen. Ansonsten, glaube ich, vom Wohnzimmer her müssten wir das jetzt eigentlich fast geschafft haben, ne? Kleiner Kühlschrank. Konsole Bruschi. Achso, Moment, Unterhaltung. Ventilator. Oder in Le Groy. Ah. Er schaut so ein bisschen doof aus, finde ich, ne? Irgendwie finde ich jetzt keinen richtigen Stellplatz für Ventilator. Machen wir so ein bisschen. Ja, so können wir es eigentlich machen, ne? Hey, Mann! Ich bin ja voll, hey, Naturtalent, was Dekorieren betrifft, ne? Wo ich dann gar nicht gelernt habe. Oh nein! Ich muss noch montieren hier. So. So. Gut. Ja, das sieht jetzt ganz brauchbar aus, hätte ich es gesagt, ne? Oh Mann, oh Mann. Alt werde ich. Boah, da wartet auch noch hier eine Menge Arbeit. Heidewitzka, halt. Unkraut habe ich jetzt gezupft. Passt. Eieiei. Ach ja, Bilder wollte ich kaufen, habe ich ja gesagt, ne? Chroma bitte ein bisschen was für die Wand. Zum Druffklatschen. Deko, Fotos und Gemälde. Aha. Hanteln. Aha, was fürs Fitnessstudio? Sportraum oder sowas? Keine Ahnung. Fotonächte in Chicago. Macht was her. Okay, wenn ich es sag, das nehme ich. Boah, das ist M. Alter Scholli. Wir sollen das. Oh Mann, Mann. Ja, schon eher, ne? Nee, da hinten geht es irgendwie unter. Da hinten ist zu klobig, ne? Nee, muss ich das hier nehmen? Hilft nichts. Dann machen wir so, ne? Ja, gut. Oder so ähnlich. Aha. Aha. House Flipper, wie cool. Ja, nehme ich in S. Sollte reichen. Boah, ist auch so riesig. Das ist ja aber alles zu groß, ne? Okay, machen wir so. Das schaut cool aus. Yeah! Ja, vielleicht noch so einen kleinen Teppich, ne? Fällt mir jetzt auch gerade eben ein. Putzboden. Jetzt Boden. Mit. Nee. Reifenteppich. Könnt ihr was hermachen, ne? Ja, hier so. Was machen wir da? Ha, klatsche ich so hin hier, ne? Aber macht ja gar keinen Sinn, ne? Da sitzt doch niemand! Nee, machen wir so, ne?
So ein bisschen. Na, so. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so, ne? Ja, sieht gut aus, ne? Das machen wir schön zu hier. Jetzt wird es dunkel langsam, ne? Oh, dass die Nachbarn nicht da reinglotzen. Die sind alle so doof neugierig. Schön. Super, Leute, dann haben wir jetzt das Wohnzimmer geschafft. Jawohl, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Ziehen... Hoppala, Moment. Ziehen uns das Ganze nochmal so rein hier. Hallo. So. Und dann würde ich mal sagen... Ja, wir machen Cut und sehen uns hoffentlich bald wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr mich natürlich liebend gerne abonnieren und Glöckle drücken. Bitte nicht vergessen, dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, sobald ich wieder so etwas hochgeladen habe. Ja, von dem Video gibt es logischerweise Fortsetzung, weil die Bude ist ja noch lange nicht fertig. Aber ich kann das Ganze nicht auf einmal filmen, weil sonst dauert dieser Film mindestens 8 Stunden. Das geht ja nicht. Super, ich sag danke fürs Zusehen. Bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt doch bitte die Achselhöhlen waschen. Ja? Gut, danke. Also bis bald. Tschö, Papa.